Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Origins. Hier ist euer Don. Willkommen zu einem weiteren Nebenquest. Und zwar, wir befinden uns hier in dem Bereich von Nomos Sakara. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und zwar geht es hier um die Riten für Anubis. Gehen wir mal mit dieser Dame sprechen. Reihe! Decision, gerech? Achau! Ne, fair, wo schön! Du bist entweder sehr tapfer oder sehr töricht, hierher zurückzukehren. Nefertari, habe ich recht. Ein tausendfacher Segen ist lange überfällig. Bastard! Necket Irdet! Das war voll. Das war Rutjeks Frau. Hast du mit etwas anderem gerechnet? Folge mir, Bajek. Und behalte deinen tausendfachen Segen. Du wirst ihn brauchen. Voll in die 20er. Wie unhöflich. Ich fühle mit ihr. Es musste getan werden. Du siehst gut aus. Besser als beim letzten Mal. Bist du nun erfahrener, was das Töten angeht? Rudjek war nur der Anfang. Ja, deine Jagd. Der Reiher. Wohin führst du mich? Du leistest Abbitte bei Anubis. Abbitte? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich. Wie solltest du? Du warst ja auch sofort weg. Wie du weißt, sammeln wir hier das Natron für ganz Ägypten. Das meiste schicken wir nach Memphis, um die Toten damit zu bedecken. Deine Hände. Die Risse und Schwielen werden immer schlimmer, Neville. Sieh mich an. Nein, du bist kränklich. Ich fühle mich gut. Natron hat vielerlei Verwendung. Ich könnte damit eine Wunde reinigen. Oder zum Beispiel das Blut von meinen Händen waschen. Es wird besser, Neb. Ich lasse dir gleich etwas gegen die Schmerzen bringen. Und mein Bruder? Er holt sich. Er braucht Ruhe. Du musst mich nicht daran erinnern. Aktuelles Ziel, Folge Nefertari. Okay. Warum müssen so viele aus deinem Volk leiden? Weil Anubis erzürnt ist. Seit du uns verlassen hast, sind die ganzen Fackeln an seinen Schreinen erloschen. Wir werden nicht länger beschützt. Vor was? Den Zorn des Anubis? Was immer es ist, viele wurden verletzt, als sie wieder entzünden wollten. Andere sind ganz verschwunden. Es ist klar, dass Anubis eine Wiedergutmachung erwartet, und zwar von dir allein. Ich entzünde die Fackeln und wende den Fluch ab, oder Omen, oder was immer es ist. Das solltest du auch, wenn du darauf hoffst, dass Anubis und ich dir jemals verzeihen. Sophia, bring bitte etwas Weihrauch zu den Männern am Becken. Ich muss dich nicht zur Vorsicht mahnen. Es sind insgesamt 3 Schreine. Einer im Süden, einer über einer natürlichen Quelle und ein weiterer in der Knickpyramide. Den Weg dorthin kennst du ja schon. Ich denke, dann machen wir als erstes
anderen sind viel, viel weiter entfernt. Eine der Fackeln von Anubis müsste hier sein. Die Fackel ist umgestürzt. Wo ist die Schale? Da hat wieder eine sehr viel Blut verloren. Der Zaun ist beschädigt. Gab es hier einen Kampf? Und hier ist Blut. Jemand fiel oder wurde gestoßen. Nefertari hat nicht übertrieben. Der hier starb beim Entzünden der Fackel. Da ist die Schale ja. Sie ist ins Becken gefallen, als die Fackel umgestoßen wurde. Das sollte reichen. Jetzt muss ich sie nur noch entzünden. Torwächter der Duat, ich ehre deinen Namen. Ziemlich mysteriös, dass jemand versehentlich runterfällt. So, mein Freund, los geht's.
Wow. So, mal sehen, lass mich in Ruhe lassen. Eine der Fackeln muss hier sein. Da ist Blut auf dem Stoff. Wer hat ihn aufgehängt?
Torwächter der Duat. Ich ehre deinen Namen. Kein einfacher Auftrag. Ob hier noch andere Kräfte am Werk sind? Anubis-Amulette. Jemand hat sie hier hingelegt. Aber wieso? Bewegung! Was? Bildet eine Mauer! Du. Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Ich sie tot! Friss das, du Ratte! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Scheiße! Der Nepp ist tot! Das heißt, es muss noch einen anderen Eingang geben.
Okay, und hier ist er auch schon, ne? Irgendetwas muss dahinter sein. Der Weg sollte frei sein. Okay. Huh?
Dieser Raum. Hier hat meine Suche begonnen. Jemand gab sich große Mühe mit dieser Kammer. Torwächter der Duat. Ich ehre deinen Namen. Das war die letzte Fackel. Ich sollte zurück zu Nefertari. Hier endete mein Leben. Und nun ist hier ein Schrein, ein Mahnmal, wo keines sein sollte. Könnte es für Rudyek sein? Niemand kann sich um die Schlange scheren, mit der das alles hier begann, oder? Mehr Amulette. Was wollten Sie damit erreichen? Okay. Wir mal. Wow. So, gnädige Frau. Was gibt es Neues? Die Fackeln brennen mit unermüdlicher Flamme. Dann bete ich, dass Anubis uns verziehen hat. Ich habe Amulette bei Ihnen gefunden. Sagt dir das irgendwas? Etwa bei den Fackeln? Vermutlich zur Abwendung des Omens. Ich halte die Augen offen. Doch erst einmal brauchen einige Rebellen unsere Hilfe. Gewöhnlich reise ich selbst, aber man braucht mich hier. Sophia bot an meiner Stadt zu gehen, aber nur wenn du sie eskortierst. So soll es sein. Bayek, ich hoffe, deine Jagd wird bald enden. Bevor du unwiederbringlich ein anderer sein wirst. Okay, so das war es für Riten für Anubis.